Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal kein Rafa-Video, sondern mein Daily Workout-Programm. Ich mache immer in der Früh 15 Minuten Frühsport im Sinne von Stabi. Diese Übung werde ich jetzt euch zeigen. Ihr könnt gerne mitmachen zu diesem Video. Schnappt euch einfach eine Matte und schon geht's los. Ich mache diese Übung auch immer direkt vorm Frühstück, dann schleppst du dich einfach nicht durch den Tag, bist direkt wach und direkt fit mit Kraft. Dieses Workout bzw. dieser Frühsport ist einfach wirklich jedem zu empfehlen, egal ob vor der Schule, vor der Arbeit, einfach 15 Minuten früher aufstehen, Workout durchziehen. Es ist wirklich nicht schwer und es macht auch noch Spaß dazu. Ich mache immer 40-20 Übungen, das heißt 40 Sekunden Übung, 20 Sekunden Pause. Ich mache immer 3 Durchgänge zu 4 Sets quasi, also immer 4 Übungen. Und dann geht es wieder von vorne los. Ich mache immer, die erste Übung ist immer Bauch, dann Seite oder seitliche Bauchmuskeln und die letzte Übung ist immer für den Rücken. Jeder kann sich seine eigene Übung aussuchen, aber ich mache es jetzt immer ungefähr in dieser Reihenfolge. Anfang tun wir mit statisch. In 5 Sekunden geht's los. Anfang tun wir ganz klassisch mit Unterarmstütz einfach halten. Darauf immer schön auf die Form achten. Ich bin zwar kein Trainer, aber das Wichtigste immer ist, dass der Bauch angespannt ist. Becken vor quasi und eine schöne Linie bilden und halten. So, und schon die erste Übung geschafft. Machen wir den Ton ein bisschen lauter. Jetzt kommen wir zu den sogenannten Seitschutz. Ich wurscht, mit welcher Seite ihr anfangt. Meistens fange ich mit links an. Und auch hier sind wieder die ersten 40 Sekunden nur statisch, quasi nur halten. Los geht's. Ob ihr den Arm hochnehmt oder so oder irgendwie anders, ist komplett wurscht. In meinen Augen. Wichtig ist auch wieder hier diese gerade Linie, Bauch anspannen, damit die Seite auch angespannt ist. Nicht über die Arme arbeiten, bzw. über die Schulter, sondern wirklich über den Bauch. Seitenwechsel mit der anderen Seite genau das gleiche. Wichtig ist natürlich auch mal auf die Atmung zu achten. Immer schön tief ein- und ausatmen. Das wird jetzt in den nächsten Übungen noch viel wichtiger. Rückenübungen habe ich eigentlich nie gescheite Übungen. Deswegen mache ich eigentlich meistens im Bauch liegen welche, weil mir keine anderen einfallen. Bei der Übung tun wir jetzt immer wechselseitig die zwei Arme hoch, den rechten Arm, linkes Bein hoch, quasi so. Und dann wieder andersrum. Am besten bleibt ihr komplett in der Luft. Dann wird es noch ein bisschen anstrengender. Wenn ihr noch relativ Anfänger seid oder so, dann könnt ihr natürlich auch 30 Sekunden machen, also 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause. Oder umso besser ihr werdet, umso länger könnt ihr es machen. Wichtig ist nur, dass circa bei einem Durchgang immer eine Minute Zeit ist. Jetzt ist quasi
der erste Durchgang durch und wir fangen jetzt wieder mit Bauchübungen an. Jetzt kann man zum Beispiel Seitstütz in Liegestützposition machen, das machen wir jetzt auch. Immer schön hochgehen. Wichtig ist, auf die Atmung achten und auf die Stabilität, dass man nicht quasi so wegknickt, sondern immer schön Körper gerade lassen, immer gerade Form behalten und immer wechselseitig mit dem Arm hochgehen. Lieber Wert auf die Technik legen und nicht auf die Schnelligkeit. Dann geht es wieder weiter zu Seitschritt. Und da gibt es wieder verschiedene Varianten. Bei dieser Variante heben wir einfach nur das Becken hoch und runter. Gern wieder den Arm in die Höhe strecken. Und nicht wundern, es ist auf jeden Fall sehr anstrengend. Deswegen macht euch da keine Gedanken. Pause, durchatmen und andere Seite. Also es brennt auf jeden Fall schon, was wie gesagt in der Früh relativ gut ist. Schaut, dass ihr nicht so schwitzt, dann müsst ihr auch nicht duschen oder so, sondern einfach ganz normal wieder anziehen und in den Tag starten. Weiter geht es jetzt mit der rechten Seite, wieder die gleiche Übung. Schön auf die Technik achten. Jetzt machen wir wieder eine Bauch. Eine Übung auf dem Bauch, wieder für den Rücken. Dazu ganz einfach hinlegen. Anfangs kann man auch die Beine ablegen und dann geht man mit den Armen immer so nach hinten. Wichtig ist, dass der Brustkorb immer über dem Boden bleibt, sich quasi nicht ablegt. Jetzt kommen wir schon zum letzten Durchgang und wieder die Bauchübung Unterarmstütz. Jetzt ziehen wir einfach die Knie wechselseitig an den Seiten ran an den Körper. Wichtig, wieder hier immer den Oberkörper so gerade wie möglich zu lassen. Schön weit vor. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Jetzt wieder
wieder durchschnaufen. Also es darf nicht anstrengend sein, dafür ist es ja da. Außerdem freut sich jeder Trainer, wenn jeden Tag 15 Minuten mehr Frühsport eingetragen wird. Damit hat man auch die Stabi gleich für den ganzen Tag meistens geschafft. Bei Seitschritt heben wir jetzt das Bein ab, senken es wieder langsam, versuchen nicht den anderen Fuß zu berühren. Je nachdem wie stark man ist, kann man den natürlich auch ablegen. Das passiert bei mir auch meistens. Aber versucht wirklich ihn oben zu lassen. Die andere Seite genauso. Also wie gesagt, es ist nicht schlimm, wenn ihr das Bein ablegt. Passiert mir meistens auch. Aber versucht immer so viel wie Volumen wie möglich zu schaffen, ohne abzusetzen. Quasi 3 Stück, 5 Stück. Dann macht man eine kurze Pause und dann fängt man wieder an mit dem Beinheben. Noch 2 Übungen. Zur letzten Übung. Man hat gesehen, ich habe es auch nicht komplett durchziehen können, weil es hier im Bein gekrampft hat, aber ist nicht schlimm. Jetzt kommt die in meinen Augen härteste Übung. Wir nennen sie Paddeln, Schwimmen, was auch immer. Den Oberkörper wieder hoch und dann einfach paddeln. Und die Übung ist räumlich, aber das ist die letzte. Los geht's. Nach 10 Sekunden. Und geschafft. So Leute, das war mein Morning Workout. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, ihr konntet gut mitmachen. Bei Verbesserungsvorschlägen schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich bin jetzt fit für den Tag. Ich hoffe, ihr auch. Deswegen wünsche ich euch einen schönen Tag. Haut rein. Und